Und damit herzlich willkommen zu To The Rescue. Ein extrem süßes Spiel, was ich mal irgendwann irgendwo mal eben kurz in irgendeinem Stream gesehen habe. Das ist sehr, sehr, sehr exakt. Ich habe da, glaube ich, 2 Minuten von gesehen und dachte, das musst du selber spielen. Ja, jetzt haben wir es. Da haben wir den Salat. Das Schöne ist, also ich werde es mal kurz abrounden. Es geht um Hunde. Das ist total gut. Man kann diese Hunde auch streicheln im Nachhinein. Aber warum ich hier anfange zu reden, ist natürlich dieser Knopf. Neues Spiel, neues Spiel. Viel wichtiger ist natürlich dieser Knopf hier. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt so mal eben schnell zu beschreiben. Aber es geht halt darum, dass wir einen Hunde auffangen. Ein Tierheim. Genau, ein Tierheim. Wir machen ein Tierheim für Hunde. Und natürlich werden da, weil es halt ein relativ starkes, also relativ starker Simulator sein soll, sag ich mal. Es kommt halt vor, dass man eventuell Hunde nicht vermitteln kann. Und das ist halt ein Thema, was tatsächlich in echt auch häufiger passiert. Ich will das jetzt nicht von Anfang an so runterreden oder in die Stimmung so drücken, aber Euthanasie ist halt leider ein Thema in solchen Etablissements. Es ist halt leider so. Ich werde es trotzdem, also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man halt die Hunde, ja, ihr wisst, was es ist. Wir werden sie fortschicken, das heißt, sie gehen auf eine Farm auf dem Land zu Onkel Herbert, falls sie nicht vermittelbar sein sollten. Wir werden schauen, wie das so wird, wie oft das auftritt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mit dem Begriff fortschicken besser leben kann als mit dem Begriff Euthanasie. Auch wenn das, ja, es ist halt leider so. Und egal, bevor wir die Stimmung komplett zerstört haben, drücken wir mal auf Story. Wir spielen das Tutorial, weil ich das Spiel selber nicht kenne. Ihr kennt das auch nicht. Und von daher, lasst uns von diesem Begriff nicht einschüchtern. Wir gehen mal to the rescue. Auf zur Rettung. Oh, da sind wir wieder. wir können uns einen Charakter aussuchen, wie wir denn wohl aussehen wollen. Aha, aha. Ich würde ja sagen, wir sind sie, aber wir sind natürlich keine Frau, wir sind hier der Mann. Sehr, sehr männlich. Ich sag mal so, von der Hautfarbe her passe ich hier besser hin als... Ja, hier, das wäre natürlich das Beste. Ja, komm, wir nehmen ihmchen mal. Den nennen wir doch mal Pale X. Und dann geht's weiter. Oh, meine Hunde, mein Begleiter, wer ist denn mein Hund? Den gibt's. Oh, 37. Oh, ich muss natürlich schauen. Oh, die sind alle so süß. Guck dir die an mit der Zunge. Ah. Ah. Halt mich irgendjemand fest. Ah. Ah. Das ist so gut. Guck dir die an. Siehst du sie? Kannst du sie sehen? Nein, ich muss gucken. Ich muss natürlich meinen Yuppie finden. Wo war ich denn? Oh, die sind alle so niedlich. Ah, 22 ist schon ein guter Charakter. Der ist natürlich nicht so weiß. Ah, nicht so schwarz. Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Oh, der Schattenwolf. Oh, der ist auch voll süß. Ja. Ich kann mich doch nicht entscheiden, meine Freunde. Ich glaube, ich gehe doch zu 22. Oder nehme ich den Schattenwolf? Den finde ich auch cool, weil ich bin so... Ah, ja, Hunde. Ah, ich bin voll... Ah, weißt du? Nein, Huskies finde ich auch cool. Ich finde den halt ganz, ganz knuffig. Komm, wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Und zwar mit Y, damit der... ich muss halt Datenschutz machen, ne? Deswegen, damit niemand weiß, wie mein Hund heißt. Rufname, Yuppie, ne? Also, wie der Taufname, den darf ich nicht erzählen. Unser Hund ist getauft, natürlich. Willkommen, Gänfall. Oha. Schön. Schön, schön. Ich finde es auch schön, dass das auf Deutsch ist. Ich habe es bei einem englischen Streamer halt gesehen. Und ich wusste nicht, dass es das auch auf Deutsch gibt. Nun, Yuppie, das sieht ja schon richtig heimelig aus hier. Aber es sind noch so viele Kisten auszupacken. Wir wollen da nicht, dass da zu viel Arbeit ist, oder? Ja. Richtig, Yuppie. Gänfall scheint eine richtig nette Gemeinschaft zu sein. Ich bin nicht mehr hier gewesen, seitdem ich dich adoptiert habe, als ich vor ein paar Jahren hier durchgefahren bin.
Es erstaunt mich ein wenig, dass sich hier so gar nichts verändert hat. Ich dachte gerade, was fliegt denn da unten rechts rein? Was ist denn da los? Naja. Nun, ich denke, wir sollten weiter auspacken, oder? Weißt du was, du hast völlig recht. Wir haben uns eine Pause verdient. Vielleicht sollte ich mich einfach auf die Couch setzen, die Füße hochlegen und... Oh? Hallo? Ja, wer bist du denn? Siehst du das, Yuppie? Da ist ein Hund. Ich frage mich, ob der sich verlaufen hat. Armes Ding. Hä? Wir sind hier gerade eben frisch eingezogen und ein Hund ist nebenan und oh, der hat sich doch verlaufen. Den können wir doch nicht einfach so da draußen liegen lassen, oder? Los, bringen wir ihn rein und versorgen wir ihn erstmal. Ah, OWSD, okay. Ja. Das ist ein bisschen komisch, der beschleunigt so ein bisschen, siehst du das? Dass der erste Schritt ist langsamer, das ist ein, da muss man sich dran gewöhnen, glaube ich. Geh nach draußen, um den verlorenen Welten zu sichern. Alles klar, Leinenmodus aktivieren. Immer mit dem Leinenmodus kannst du die Hunde von einem Ort zum anderen bringen. Du aktivierst ihn über Left Shift festhalten oder mit Caps Lock, an oder aus. Wenn du den Leinenmodus in der Nähe des Hundes aktivierst, erscheint ein Interaktionszeiger. Interagiere, um den Hund an der Leine zu nehmen, sobald der Zeiger erscheint. Alles klar. Schauen wir mal. Komm her, komm her. Ja. Haha, dich habe ich. Alles klar. Na komm schon, du Süßer. Lass mich mal schauen. Oh, du hast kein Halsband. Bist wirklich süß, aber ich glaube nicht, dass ich mich im Moment noch um einen weiteren Hund kümmern kann. Das sonnige Pfotentierheim ist ganz in der Nähe, glaube ich. Miau. Schau mal, ich kann dich nicht wirklich behalten. Sonnige Pfoten ist wirklich ein toller Platz, versprochen. Komm, wir bringen dich dahin. Vielleicht können sie uns helfen, deinen Besitzer wiederzufinden. Okay, dann gehen wir mal Gassi. Oh gut, ich habe ein Mikrofon an. Ich habe gerade das zwischendurch mal ausgemacht und dachte so, rede ich jetzt die ganze Zeit nur mit meinem Bildschirm? Also nur? Oh, andere Musik. Da. Alles klar, Schätzchen. Hier habe ich Yuppie geholt. Die helfen dir bestimmt, deinen Besitzer zu finden und passen in der Zwischenzeit gut auf dich auf. Außerdem arbeitet mein Freund Quinn hier. Und lass uns mal reingehen. Okay. Ich muss natürlich gucken. Hallo Käfer. Die Bienen. Rettet die Bienen. Oh, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Spaziergang. Ich sollte im Tierheim bleiben. Okay. Hi. Moin. Das ist einer von den Charakteren, die man auswählen konnte, oder? Oh, hallo Felix. Felix. So, Datenschutz, ne? Hallihallo. Was ist los? Hab ihn vor meinem Haus gefunden. Dachte, dass ihr euch vielleicht kümmern oder mir helfen könnt, seinen Besitzer zu finden. Oh je, ich wünschte wirklich, wir könnten dir helfen, aber... Aber? Wir haben echt keinen Platz mehr. Ja. Hä, hier ist da einer Hund? Atari? Gas, Backei, okay. Aber... Oh nein. Bist du sicher? Es tut mir leid, aber es geht wirklich nicht. Und wenn wir keinen Platz mehr haben, dann können uns nur noch um die Hunde kümmern, die schon hier sind und hoffen, dass wir bald welche adoptieren können. Sonnige Pfoten wird privat verwaltet. Die bestimmen also, wie viele Hunde wir aufnehmen. Es gibt aber im Nachbarort noch ein Tierheim, da kann ich eben für euch anrufen. Die nehmen alle Hunde auf. Er kommt garantiert unter. Aber sie schläfern leider auch eine Menge Hunde ein. Das meine ich nämlich. Sie finden das besser als die Hunde auf der Straße. Als dass die Hunde auf der Straße leiden. Nein. Spricht etwas dagegen, dass ich auf ihn aufpasse? Nicht wie eine Adoption, aber mehr wie einen eigenen Zwinger bauen oder so. Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben hier leider noch kein vernünftiges Pflegestellennetzwerk für solche Situationen aufgebaut. Aber ich werde dich sicher nicht davon abhalten. Wenn du willst, dann helfe ich dir sogar dabei, in deiner Garage etwas Entsprechendes einzurichten. Wenn du warten kannst, bis ich hier fertig bin, natürlich.
Das klingt absolut prima. Ich bin mir sicher, dass es ihm nichts aufmacht, so lange auf meiner Couch abzuhängen. Na, so schnell schon solche Ausnahmen machen, ist aber gut. Kann man machen. Ich finde es auch schön, dass wir schon eine Schürze tragen. Genau die gleiche, die er bei der Arbeit tragen muss. Das ist, naja. Und dann sehen wir uns nachher. Ich kann dir leider nicht mit Vorräten weiterhelfen. Wir haben einfach nichts, was wir abgeben könnten. Und das ist schon in Ordnung. Auf dem Weg nach Hause kaufe ich etwas ein. Prima, dann gehe ich direkt an die Arbeit zurück. Bis später. Das ist auch so eine Sache. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit Moralaposteln, wie auch immer, aber ja, Tierheime haben selten genug zu essen für ihre Hunde. Das ist so doof. Also haben wohl genug zu essen. Die kriegen das ja irgendwie hin. Aber zumindest in Bonn damals hatten wir eins. Das war, sagen wir mal, sehr, sehr darauf angewiesen, dass das halt viele Spenden bekommen hat. Hat es auch bekommen, also von daher lassen wir mal sein. Nun, das ist nicht besonders hübsch, aber es wird seinen Dienst erfüllen. Und ich sehe schon, dass du Futter besorgt hast. Das wird deinem Gast sicher schmecken. Aha! Außerdem hast du auch dafür gesorgt, dass er ausreichend Wasser hat. Aha! Oho! Prima, meine Arbeit hier ist getan. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Besonders nachdem du ja ohnehin schon den ganzen Tag gearbeitet hast. Nun, wir müssen doch sicherstellen, dass dieses süße Hühnchen weiß, wo es heute übernachtet, oder? Genau darum liebe ich meine Arbeit so sehr. Wenn ich das nicht tun würde, dann hätte ich mir sicher etwas ausgesucht, was weniger, naja, müffeln würde. Aber gut, bis später. Und ich rufe dich auf jeden Fall an, wenn jemand nach diesem Fellbündel sucht. Also, dann wollen wir mal, mein Freund. Ich wette, du bist auch müde. Zwinger. Also, wir sind natürlich im Tutorial. Wir müssen jetzt eine ganze Menge erstmal labern und so weiter. Wir schauen mal, wie das Spiel im weiteren Verlauf wird. Weil weiter als bis hier habe ich nicht geguckt. Mehr weiß ich nicht. Zwinger. Hunde müssen in einem Zwinger bleiben, um zu fressen, zu trinken und zu schlafen. Um einen Hund in einen Zwinger zu bringen, aktivierst du den Leinenmodus und nimmst den Hund an die Leine und gehst dann in die Nähe des Zwingers. Wenn der Interaktionszeiger auf den Hund zeigt, den du in den Zwinger bringen möchtest, drückst du die linke Maustaste. Schönes Geräusch. Bringe das Hündchen in den Zwinger. Okay. Ah, okay. Vermutlich sollte ich dir auch einen Namen geben, auch wenn es nur übergangsweise ist. Wie wäre es mit Bello? Weil du so unglaublich süß bist, hast du den klischeebehaftesten Namen der Hundegeschichte verdient. Bello. Schön, dass er dir gefällt. Und dann lass ich dich mal anschauen. Je mehr ich über dich weiß, desto leichter wird es sein, mich gut um dich zu kümmern. Hundeaktie. Akte. Hundeakte. Egal, die Hundeaktie. Jeder Hund ist einzigartig. Um zu sehen, warum, schalte den Aktenmodus mit F um und nähere dich dem Hund. Der Inspektionszeiger erscheint und die Akte öffnet sich. Okay, schön, dass das da unten noch steht. Finde ich gut. Ah, ich wollte dich gucken. Mann. Okay, sieht so aus, als wärst du noch ein Welpe. Eine Art Retriever oder so. Und du hast vermutlich ganz schön Durst und Hunger. Darum kümmern wir uns mal. Essen und trinken. Essen. Die Hunde brauchen jeden Tag Futter und Wasser, um ihr Wohlbefinden zu sichern. Jeder Hund hat eine bevorzugte Futterart, die in seiner Akte aufgeführt ist. Wenn er dem Hund sein Lieblingsfutter gibt, verschmutzt er seinen Zwinger nicht so schnell wie sonst. Okay, der schmeißt mit dem Essen nicht so rum wahrscheinlich. Wasser kannst du ihm in einem Eimer geben, den du im Waschbecken füllst. Erzeuge mit Futter und Wasser einen Blitz. Aha. Hä? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die mir sagen wollen. Naja, hier haben wir Bello, Lieblingsfutter Fressina. Boah, was ein Zufall. Wir haben sogar das da. Das ist voll gut. Alter 0, Größe Welpe. Mit viel Energie natürlich. Man sieht es auch schon, der hüpft da so hin und her.
ist ein Retriever und er scheint mittelmäßig gut adoptierbar zu sein, aber er hat Hunger. Wir sollten uns da mal drum kümmern. Den Rest schauen wir uns dann an, wenn es soweit wichtig wird. Gib mir mal den Eimer, danke. Da ist der Eimer voll. Und von hier aus haben wir das da reingeschmissen. Ah, Rechtsklick abstellen, alles klar. Und einmal Futter, zipp, fertig. Morgen fangen wir dann an, morgen fangen wir dann da, deine Besitzer zu suchen. Okay, alles geht gut, Kleiner. Ja, es ist halt, Übersetzungen sind nicht immer einfach und das hier ist definitiv ein Indie-Spiel, so wie ihr das ja vielleicht erkennen könnt. Und von daher, Lokalisierung und Übersetzung muss man können. Ist nicht einfach. Ich habe mal einmal Lektorat machen lassen, sag ich mal, nachdem ich das selber ungefähr 5-mal gelesen habe. Und trotzdem war das noch so katastrophal, falls sich irgendjemand von euch erinnert, bei meinem Buch damals schwierig. Naja. Guten Morgen, Yuki. Du siehst ja ganz zufrieden aus. Dann werde ich mich mal um unseren kleinen Freund kümmern. Wie er da hingerannt ist. Guten Morgen, Bello. Heute werde ich ein Plakat aufhängen, damit wir deinen Besitzer finden. Yuki passt auf dich, während ich weg bin, auf, ja? Okay. Wir sollten unseren Hund nicht vernachlässigen, nur weil wir einen neuen haben. Nö, nö. Das hier scheint ein guter Platz zu sein. Irgendwo in einem Park. Oh, das ist... So hängt man keine Plakate auf. Ich meine, überall die Bäume, da auf dem Fahrrad oder auf dem Auto unten, finde ich auch super. Aber zwei so quer übereinander an einer Wand, nee, nee, das tut man nicht. Oha. Prima, meine Arbeit ist... Oh, guck mal da hinterm Busch. Ah. Der Hund ist zwischen Plakat und Baum gelaufen. Juiuiui, wir haben eine ganze Menge Plakate aufgehängt. So, Bello. Nun, Bello. Okay. Ich schätze, alles, was wir jetzt noch tun können, ist wahr. Hä? Ist wahr? Naja. Hallo? Ist da... Wer ist da? Ist da ein Neues? Felix, ich bin's, Quinn. Ich bin froh, dass ich dich erreicht habe. Hast du noch einen kleinen Streuner bei dir, oder? Ja, warum? Sehr gut, ich glaube, ich habe den Besitzer gefunden. Sind vorhin im Tierheim gewesen. Haben wohl die Plakate gesehen, die du im Park aufgehängt hast. Aber du warst nicht da, als sie angerufen haben. Also sind sie bei Sonnige Pfoten vorbeigekommen. Haben die Nummer dagelassen, ich melde mich. Ach, das ist toll. Das ist ja toll, dass du sie gefunden hast. Aber ich habe mich schon so richtig in den kleinen Racker verliebt. Nach einem Tag. Scheiße. Ich glaube, das ist nicht... Also Tierheim ist dann nicht unsere Aufgabe. Das sollten wir vielleicht dann nicht machen. Wer weiß. Nun, gibt dann noch einen Grund für meinen Anruf. Und du könntest damit eine ganze Menge kleiner Freunde machen. Wie dieser Lütte, auf den du aufgepasst hast. Lütte? Was zum Teufel ist ein Lütte? Naja. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber bei Sonnige Pfoten fehlt echt Leute. Der Chef hat endlich zugestimmt, dass wir Hilfe einstellen. Damit wir unsere Chancen vergrößern, dass unsere Hunde vermittelt werden. Und ich dachte, wärst echt gut für den Job. Meinst du, du kannst kommen und uns hier aushelfen? Nö. Game over. Ja, die Musik ist ein bisschen repetitiv, aber ich finde die noch gut. Sonst mache ich die auf meiner Seite aus, dann müsst ihr damit nur leben. Felix, da bist du ja. Und der Zeitpunkt ist auch perfekt. Ich habe meine Aufgaben bereits erledigt und kann dich herumführen. Komm mit. Gut, dass er so viel Zeit hat. So, Anja, Elvis, Felix, was? Hier ist zunächst einmal der Wartezwinger. Wenn neue Hunde eingeliefert werden, dann kommen sie erst einmal hier rein, bis wir einen eigenen Zwinger für sie finden.
Es ist besser, wenn sie so schnell wie möglich untergebracht werden, damit sie Zugriff auf Futter und Wasser erhalten. Also so wie die Haltezelle, sag ich mal, Holding Cell bei Dingens. Prison Architect, natürlich. Und das hier ist das Château de Wuffy, auch als Zwingerzimmer bekannt. Wie du siehst, versuchen wir es den Hunden hier wirklich angenehm zu machen. Geht so. Der da rechts ist eine Katze. Das Chrono-Dingi. Naja, einige Hunde haben Einzelzwinger, andere haben kein Problem damit, auch mit anderen zusammen zu wohnen. Sobald du die Hunde näher kennst, findest du schnell heraus, wer mit wem gut auskommt. Wo wir gerade dabei sind, wir könnten versuchen, Ringo in den Zwinger von Diesel zu stecken. Der Ringo heißt aber Rowdy. Guck nochmal nach. Sie bevorzugen beide Free Keys Futter und sie sind beide sehr umgänglich und streiten sich nicht oder so, wenn sie zusammen sind. Warum probierst du nicht mal, Ringo in den anderen Zwinger zu führen? Okay. Du gehst dahin. Ah, nein! Nein! So. Gut gemacht. Man merkt, dass du gut mit Hunden umgehen kannst. Diesel ist jetzt ein bisschen schwindelig, aber ist okay. Weiter geht's zum Lager. Ich wollte gerade sagen, das Lager ist gut gefüllt, wa? Hier lagern wir das Futter für die Hunde und andere Dinge fürs Tierheim. Hier ist das Futter. Wir haben vier verschiedene Arten. Die Hunde haben alle unterschiedliche Vorlieben und Anforderungen. Die findest du in den jeweiligen Aktien. Jede Art von Futter stillt den Hunger deines Hundes. Wenn du ihnen jedoch das falsche Futter kriegst, dann kriegen sie Bauchweh. Also achte darauf. Einige Arten von Futter sind auch deutlich teurer als andere. Daran solltest du auch denken, wenn du das Futter für die Hunde vorbereitest. Also immer das Günstigste, ganz klar. Und das hier ist der Werkzeugschrank. Hier findest du ein paar Dinge, die du vielleicht ganz gut gebrauchen kannst. Zunächst einmal ist da der Kotgreifer. Schön. Den bräuchte ich für zu Hause. Wenn die Hunde sich erleichtern, muss irgendwer das sauber machen. Und das ist erstmal deine Aufgabe. Und dann ist da noch die Scheuerbürste, die du zum Baden der Hunde brauchst. Hunde werden schnell dreckig, wenn zu viele Kackhaufen in ihrem Zwinger liegen. Das ist wahr. Das ist bei Menschen auch so. Achte also darauf, dass du den Kotgreifer so häufig wie möglich verwendest und die Hunde badest, damit sie sauber bleiben. Am wichtigsten ist aber der Eimer, den du im Waschbecken mit Wasser füllen kannst. Damit kannst du dann die Wassernäpfe in den Zwingern füllen. Hier ist das Becken, das wir für Trinkwasser verwenden. Und hier ist die Badewanne. Um einen Hund zu baden, stellst du ihn einfach in die Badewanne und sprichst mit ihm, während du ihn abbürstest. Wenn das Bad erst einmal eingelassen ist, kannst du ihn einfach dort anlassen und andere Aufgaben erledigen. Oder bleiben und ihn abscheuern, denn dann geht das Ganze schneller voran. Wir können den Hund einfach in die Badewanne stecken und gehen? Das habe ich in echt anders erlebt. Willst du es mal ausprobieren? Klar, ich sag, Peanut stinkt. Ich glaube, den machen wir mal sauber. Wie wäre es mit Snoopy? Der braucht wirklich ein Bad. Ist halt sein Spitzname, ne? Bade Peanut mit der Schauerbürste, sobald er in der Badewanne ist. Klar, Peanut, moin. Komm heute. Na, ich wusste nicht, dass da sofort ein neues Tutorial kommt. Das meinte ich. Das wollte ich doch gar nicht. Naja, jetzt wo du einen Spielraum hast, kannst du mit Hunden spielen. Yes! Spielen verschafft Hunden einen vorübergehenden Glücksbonus. Glücksboni erhöhen das effektive Wohlergehen deines Hundes bei der Berechnung seiner Adoptionsfähigkeit, wodurch sie eine großartige Option sind, Hunde auf Adoptionen vorzubereiten. Glücksboni werden jedoch Vernachlässigungen nicht aufheben. Wenn Sie einen Hund draußen im Spielfeld lassen, wird die Geschwindigkeit verlangsamt, mit der Glücksschub nachlässt. Um ein Minispiel mit einem Hund zu starten, lasse ihn mit der rechten Maustaste in dem Spielraum frei. Interagiere dann mit ihm mit Hilfe eines Balls. Okay. Machen wir jetzt nicht, weil wir bleiben mal beim Tutorial. Da kommt nämlich noch mehr auf uns zu. Ihr seht ja, ihr seht es ja. So, Peanut, geh mal in eine Wanne. So, dann nehme ich den Eimer. Nein, nicht den Kotgreifer. Komm. Danke. Einmal Wasser. Ah, ne, brauche ich glaube ich gar nicht, ne? Wir gehen erst nochmal. Ah, ne, kann ich dich. Nee. So. Die Steuerung ist ein bisschen finicky.
So, wie war das? Ah ja, ich brauche die Scheuerbürste jetzt. Na, lass mich. Ich höre doch nicht zu, was die Leute mir erzählen. Scheuer, 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 Scheuer. Okay, das ist einfach eine Art Rhythmusspiel. Und wenn dieses Geräusch kommt, dann verkackt man. Lass nur, ich bringe ihn schon zurück. Ihr habt dieses Düdüm gehört. Wenn es dieses Scheuergeräusch, dieses Sch-Sch-Sch kommt, dann habe ich es verkackt. Also richtig gemacht. Und bei dem Düdüm habe ich es verkackt. War gut, oder? Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Lass nur, ich bringe ihn schon zurück. Danke. Jetzt, wo wir Peanut Snoopy sauber gemacht haben, können wir mit dem Rundgang fortführen. Soll ich die Bürste vielleicht da wieder hinhängen? Okay. Es war alles nur ein Traum. Hier ist unser Spielraum. Wir bringen die Hunde hierher, um sie ein wenig zu motivieren. Natürlich nur, wenn wir Zeit haben. Während die Hunde hier sind, bekommen sie kein Fressen oder Futter. Aber wir könnten mit ihnen spielen, damit sie glücklicher werden. Wenn ihr draußen mit den Hunden spielst, dann erhalten sie einen zeitweiligen Glücksbonus. Adoptierwillige Besucher lieben es, wenn die Hunde glücklich sind und ruhig sind. Mit den Hunden spielen ist eine wunderbare Möglichkeit, einige andere Lücken zu schließen und so über einen längeren Zeitraum ihre Adoptierfähigkeit zu steigern. Du kannst es ja später einmal versuchen und mit den Hunden spielen. Jetzt sollten wir aber erst einmal in den Computer gehen, damit du ein paar Verwaltungsaufgaben kennenlernst. Yes! Endlich Verwaltung! Voll gut! Also, nur so, das lange Zeitspiel ist nicht, dass wir hier arbeiten, sondern dass wir unseren eigenen bauen. Unser eigenes Tierheim. Das hier ist alles noch Tutorial. Das hätte ich ja am Anfang überspringen können, aber ich finde das irgendwie wichtig, dass ich weiß, wie ein Spiel zu spielen ist. Kann man mich vielleicht altmodisch nennen? Ich weiß es nicht. Das hier ist der Computer. Als Mitarbeiter von Sonnige Pfoten warten noch andere Aufgaben auf dich, als nur dafür zu sorgen, dass es den Hunden gut geht. Du musst außerdem darauf achten, dass ausreichend Vorräte da sind und die Verwaltung problemlos läuft. Okay. Zunächst einmal ist da der Hundebericht. Schön. Oh, Stella ist voll der Überflieger. Auch über diejenigen, die bereits adoptiert sind oder verlegt wurden. Gehen wir jetzt noch beim Laden vorbei. Willkommen im Robertas Haustier-Emporium. Ich will wissen, wofür die roten für die Spritzen sind. Vielleicht denkst du jetzt, nun völlig egal. Alle vier Futterarten zu günstigen Preisen. Und das Futter wird sofort geliefert. Okay. Ich bin wirklich froh, dass wir uns so schnell Vorräte beschaffen können. Du musst allerdings darauf achten, dass uns ausreichend Mittel dafür zur Verfügung stehen. Alles klar. Wenn wir zu viele Schulden machen, dann wird das Tierheim eventuell geschlossen. Hoffentlich brauchst du dir darum keine allzu großen Sorgen zu machen. Im Moment solltest du einfach darauf achten, gar keine Schulden zu machen, bis du dich eingearbeitet hast. Und jetzt kommt quasi der Höhepunkt des Rundgangs. Der Vorführzwinger. Komm mit. Ich finde, dafür, dass wir aushelfen sollen, sagt er uns so, ja, pass auf, dass du nicht alles verkaufst, dass wir nicht das ganze Geld verlieren. Ist schwierig, oder? Naja, hier, das sind sie. Der Vorführzwänger sind wirklich wichtig. Und mit wichtig meine ich Adoption. Adoption? Egal. Wenn jemand ins Tierheim kommt, um einen Hund zu adoptieren, sehen sie nur die Hunde, die du ihnen hier vorführst. Sie haben einfach keine Zeit, sich alle Hunde anzuschauen und du musst herausfinden, welcher Hund zu jedem Besucher passen würde. Okay. Rote Haare, die braucht eine Katze. Definitiv. Ich habe keine Vorurteile. Perfektes Timing. Es scheint, als ob jemand gerade gekommen ist, um einen Hund zu adoptieren. Los, begrüßen wir den Besucher und fragen ihn, was er sich so wünscht. Ich werde dir beistehen. Sprech mit dem Besucher, um seine Vorlieben zu identifizieren. Also, was ich sagen wollte, wir werden halt das Tutorial jetzt durchspielen. Also jetzt in diesem Video, falls ihr euch fragt, warum das so lange ist. Ihr seht ja, wie lange es dauern wird. Ich jetzt noch nicht. Aber einfach nur, damit wir das Tutorial gemacht haben. Ab der nächsten Folge fangen wir dann an, richtig zu spielen. Wir schauen einfach mal, wie lange das dauert. Ich hoffe, dass das jetzt kein Final Fantasy Tutorial ist mit 7 Stunden Spielzeit. Naja, hallo!
Ja, ich muss mal eben kurz. Ich finde das ein bisschen doof. Ich habe hier noch so einen Schwamm in der Hand. Da hat mich mein Kollege unterbrochen, als ich den weggeräumt haben wollte. Ich komme eben. Hallo, moin. Sollen wir mal. Ja, halt. Hallo, ich suche nach einem Hund, der diese Eigenschaften hat. Klein. Gib mir Bescheid, sobald du soweit bist. Hallo, ich will. Oh, was? Ein Besucher sucht einen Hund mit diesen Eigenschaften. Klein, endeckige Klammer auf I2P-1. Okay. Ein Besucher sucht einen Hund. Das scheint eventuell ein Bug zu sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, kann nicht. Also, ich glaube, das könnte eventuell doch sein, dass sie das so wollten. Naja. Der Besucher sucht also einen kleinen Hund. Ich denke, wir haben gleich mehrere Hunde, die einer Beschreibung entsprechen. Bella, Gus und, Peanut? Ich glaube, da ist noch einer, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Los, holen wir sie zum Vorführzwinger. Wir sollten drei kleine Hunde aus dem Tierheim hierher holen. Aber denk dran, dass wir jeden Besucher bis zu 5 Hunde zeigen können. Lass uns also noch 2 Hunden finden, die wir ihnen zeigen können. Ich überlasse dir die Auswahl. In der Akte kannst du dir die Eigenschaften der Hunde anschauen. Da steht auch, wie groß sie sind. Aber du findest die Info auch in dem Bereich im Computer. Sobald du dich entschieden hast, welche Hunde du vorführen möchtest, bring sie mit dem Leidenmodus zum Vorführzwinger. Ah, alles klar. Was haben wir da? Du kannst auch die Bänder in den Zwingern nutzen, das geht noch schneller. Mit den Bändern bringst du den Hund direkt zum Vorführzwinger. Huch, Entschuldigung. Außerdem kannst du sie damit auch zurückbringen, wenn du sie nicht an der Leine hierher gebracht hast. Wie das geht? Keine Ahnung. Aber es ist echt praktisch. Oh, schön. Ich mag das, wenn Spiele bemerken, dass sie, wenn die schon relativ viel, wenn die schon so viel Freiheiten nehmen, finde ich das trotzdem gut, wenn die ein bisschen darauf achten, dass die gerade eigentlich Quatsch machen. Naja. Und dann müssen wir dem Besucher nur noch sagen, dass alles bereit ist. Sie schauen sich die Hunde an und bewerten sie jeden einzeln. Und dann drücken wir die Daumen und hoffen das Beste. Bereit? Ich bin bereit. Ich trinke mal eben kurz einen Schluck. Einen Moment. So, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das rausgeschnitten habe, ist sehr, sehr gering. Von daher müsst ihr jetzt damit leben. Ich schaue mal eben kurz nach. Oh. Okay, das wollte ich gar nicht, oder? Was wollte ich hier? Hundelock. Hundlock. Doglock. Finde ich gut. Kann ich denn? Also hier haben wir jetzt das Hundeprotokoll. Das haben wir uns ja gerade eben anschauen lassen. Und ich würde jetzt mal nach Größe sortieren. Groß, Jagdhund, Rowdy. Rowdy kann sogar 5 Sterne bekommen. Wieso? Gut mit Kindern, sozial. Naja, wir wollen klein. Wir brauchen Chrono. Chrono auf jeden Fall, würde ich sagen. Der hat nämlich 4 Sterne. Chrono, Elvis und Gus. Die kann ich mir so gerade eben noch merken. Chrono, Elvis und Gus. Schauen wir mal. Kann ich das von hier aus? Ah, okay. So, hallo. Chrono. Chrono haben wir einmal da, dann Diesel, Elvis und Gas. Gas, Gas, Gas ist da oben. Und dann mache ich einfach optisch, weil, guck mal, hier, wir haben Gas. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch dazu. Oh, Snoopy. Snoopy und Dexter. Oder Bella? Bella, komm. Das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, aber wir haben die 5. Oh. Ah, ich mache nichts mehr. Der läuft von selber. Ah, was macht er? Nun gut, die Hunde scheinen bereit zu sein, also lass uns sie vorführen. Gib dem Besucher Bescheid, dass du alles vorbereitet hast. Und dann schauen wir mal, was passiert. Jeder Adoptierwillige bekommt einen gewissen Adoptionswiderstand ins Tierheim. Was? Okay. Jeder Hund, den sie sich anschauen, erhöht ihre Bereitschaft zu adoptieren. Wenn ihre Bereitschaft den Widerstand überwindet, werden sie einen Hund adoptieren. Und sind eher bereit, Hunde zu adoptieren, die Bereitschaft erhöhen. Okay. Viel Glück. Ich werde hier warten, bis ihr fertig seid. Ich habe. Das sind jetzt viele, viele Informationen und oft Hund und Adoption, die ich so gesagt habe. Naja, hallo, wie hieß du denn nochmal? Wir haben keinen Namen, ne?
Kann ich mir deine Hunde... kann ich mir jetzt einen Hund ansehen? ich sag mal. Ja. Ah, ich habe aus dem Spiel rausgeklickt. Ja, na gut, ich schaue mir mal deine Hunde an. Klein, hüpft gerne. Chrono, 4 Sterne, 5 Sterne. Junge, 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 da hat er noch einen extra Stern bekommen. Aha, Elvis mit 4 Sternen. Also, ich musste mal eben sagen, achso, die wollte auch gerne einen, der gerne hüpft. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Egal, wir sollen also dafür sorgen, dass halt alle 5 möglichst schön sind, damit sie sich ja mehr gewillt zeigt, einen zu holen. Okay, damit halt das Badge besser ist, also die Badge, also die 5. Und dann sucht sie sich einen davon random aus, oder schauen wir mal, wie das aussieht. Also die wird jetzt einen nehmen, das weiß ich, ja. Weißt du, das gefällt mir wirklich gut. Darf ich ihn gleich mit nach Hause nehmen? Und wie wäre es mit einem Background-Check? Darfst du? Wir wollten uns auch gerne deine Nähe kommen, nimm mit, alles gut. So weit brauchen wir nicht. Ui, hi. Toll. Gas, okay. Und jetzt? Hör mal. Was machen wir jetzt? Hallo? Kann ich dich anleihen? Hallo? Komm, helf mir. Komm, Gas. Hi. Niemals! Hallo? Und jetzt? Ah, okay. Ich hab's irgendwie geschafft, keine Ahnung. Super gemacht. Das hätte man mir irgendwann erklären können. Ich habe irgendwie mit Shift und Linksklick und dann hat's funktioniert. Naja, wir haben 250 Geld und 3 Ruf bekommen, sag mal nichts. Wieder ein Hund, der ein gutes Zuhause gefunden hat. Diese Adoption war leicht. Manchmal gelingt es nicht, dass die Bereitschaft den Widerstand überwindet. Dann werden sie den kleinen keinen Hund mit nach Hause nehmen. Es ist also wichtig zu versuchen, dass jede Adoption ein voller Erfolg wird. Und da derzeit keine Besucher mehr warten, sollten wir zurückgehen. Komm mit. Hey, können wir die Hunde wieder zurück in ihre Dinger? Oh, Yuki, hi. Und das war's dann auch schon für unseren Rundgang. In ein paar Stunden schließen wir. Du solltest die Hunde gut versorgen, bevor der Tag zu Ende geht. Wenn die Bedürfnisse des Hundes nicht beachtet werden, wird er zu einem vernachlässigten Hund. Und das wollen wir auf keinen Fall. Abgesehen davon, dass es diesen lieben Tieren gegenüber einfach gemein wäre, müssen wir am Ende auch Strafen zahlen und haben vielleicht nicht die Mittel dazu. Nun gut, ich habe mich vor einer Weile schon abgemeldet. Ich werde also nach Hause gehen. Schaffst das schon. Alles klar, ich mache seinen Job, kann das sein? Alles klar. Ich sag mal, wir sind hier am Anfang einer wunderbaren Geschichte. Ich lass mal die wieder alle verschwinden. Machen wir wieder rein. So, ich schau mal, wir haben keine Events, die sind nur für den Müll. Kann ich irgendwie den Mauszeiger holen? Nee, ne? Alles klar. Ja, ich sehe leider nirgendwo die Uhrzeit. Ah doch, da oben. Ah, 9 Uhr. Wie bitte? Juhi? Ich kann am Computer Zwinger bauen und Vorräte sowie Upgrades kaufen? Okay. Schauen wir mal. Hier haben wir unseren Pausenraum. Da haben wir auch nichts. Oh, hallo. Hehe, niemand sieht mich. Haha. Ich habe jetzt Pause. Man nennt mich den Kühlschrankmann. Hi. Alles klar. Es ist natürlich Kulisse. Es ist... Ich kann es nicht oft genug sagen. Es sind Indie-Spiele wie diese, warum ich denke, dass die heutige Jugend noch nicht allzu sehr am Arsch ist. Nein, also dass die Spiele halt funktionieren. So, ich gehe jetzt mal rum, mach mal die Buttertöpfe voll. Ich denke mal, die Farben suggerieren mir, was da rein soll. Ich hoffe, dass dem so ist. Wenn dem nicht so ist, dann weiß ich auch nicht. Aber das wäre auch ein großer Zufall, wenn die dieselben Farben haben. Ja, ich finde es ein sehr, sehr witziges Spiel, muss ich sagen, bisher.
Also witzig, wir werden sehen, wie witzig das noch so wird, wenn wir dann anfangen müssen, etwas mehr aufs Geschäft zu achten. Ich glaube, dass das passieren wird irgendwann. Oh, ich habe euch übersehen, sorry. Ich habe kein Wasser mehr. Okay, ihr da unten kriegt auch noch gerne was zu essen. Kein Problem. Einmal kurz auffüllen. Komm. So. Gelb, bitte einmal. Danke. Wir schmeißen immer 5 Teile da rein. Das ist auch irgendwie viel. Ich hätte den Wassertopf sofort mitnehmen sollen. Ja, ich glaube aber, wenn wir das hier soweit vorbereitet haben, würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen, weil ich finde, ein durstiger Hund. Stell dich mal nicht so an, Fräulein. Hier, kannst du trinken? Kannst du trinken? Kannst du. Ich finde es aber gut, dass die, dass die Zweierzwinger auch zwei Dingenskirchen haben, wisst ihr? Zwei Buttertrüge. Ein durstiger Hund. Kann ich denn sehen, welcher Hund durstig ist? Ein neuer Hund ist im Tierheim abgegeben worden und braucht dringend ein neues Zuhause. Gib ihn gut auf ihn acht. Alu wartet im Wartezwinger darauf, gut untergebracht zu werden. Okay. Haben wir denn. Oh, wir haben noch Platz. Du musst leider grünes Essen mögen, Alu. Alu. Eine neue Adoption. Ja, das. Komm, Alu. Du hast Durst. Dann sollen wir uns mal schnell um dich kümmern. Ich finde es von dem Spiel irgendwie ein bisschen schwierig. Komm, wir stecken dich mal da rein. Ein bisschen schwierig gerade zu sagen, so, ach komm, hier, du hast sofort 24 Hunde. Der weiß aber nicht, welches Essen der gerne hätte. Ja, du hast hier 24 Hunde, mach mal. Ist ein bisschen merkwürdig. Naja. Hallo, ich suche nach einem Hund mit folgenden Eigenschaften: ruhig und kupierte Ohren. Ja, ich kann gerne mal gucken, was wir da haben. Ja, ruhig und kupierte Ohren. Ich finde, haben wir sowas? Status? Wo kann ich denn sowas finden? Schäferhund, Fressina, Saband hier, ruhig, Chopper. Get to the Chopper. Aber das sind keine kopierten Ohren, keine Ahnung. Haben wir denn überhaupt irgendwas mit kopierten Ohren? Also das heißt, dass sie so kleiner sind, sag ich mal. Ich gehe mal schnell durch. Sabbernd. Voll gut. Reinrassig laut. Nicht gut mit Katzen. Oh. Mit wenig Energie. Wir haben Snoopy also zweimal. Das ist interessant. Ja, keine Ahnung. Ich könnte ihn, glaube ich, nur mehr oder weniger hier Oliver. Komm, wir bieten dem Oliver, Chopper und Oliver an. Hä? Alles klar. Oliver und Chopper und den Rest, dann nehmen wir einfach ein paar. Wir gucken dann einfach mal. Wo haben wir denn Oliver? Chopper. He's getting the Chopper. Komm, Doggy, nehmen wir auch. Oliver ist da oben. Komm, Alu, weil du so schön bist. Catball und Oliver. Alu ist halt cool. Eine coole Socke. Der hat bestimmt nicht das richtige Essen bekommen. Ich muss dem aber. Komm, wir geben dem das. Ja. Ist er. Ich glaube, dass das. Ja, also, dass das eigentlich nicht so stressig sein sollte am Anfang. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Ich weiß nicht, ob das auffällt. Nach dem Motto so, ah, ich muss das doch machen. Da wartet jemand. Ja, komm. Komm hier, du. Kann ich mir Hunde ansehen? Ja, klar. Mach mal. Na gut, ich schaue mir die Hunde mal an. Und dann schauen wir noch mal. Ich bin mir fast sicher, dass der Oliver nimmt. Der nimmt auf jeden Fall Oliver. Oh ja. Oh yeah. Oh, der mag 8-Ball auch recht gut. Ich weiß, das sind die Sterne für die Adoptierbarkeit, aber trotzdem. Ah.
Okay, der kriegt einen extra Stern, weil der ja die Ruhig-Trait hat. Ah, ich verstehe. Okay. Also, weißt du, Doggy gefällt mir wirklich gut. Darf ich ihn gleich mit ausnehmen? Klar. Komm hier, Doggy. Doggy, komm her. Na gut, Doggy, dann mal ab nach Hause mit dir. Ich danke für dir für deine Hilfe. Wunderbar. So, und du? Wen möchtest du denn? Er möchte den großen Hund. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Ich habe ja hier. Komm, Alu kann nach Hause, Chopper. Auch Oliver und 8-Ball sind groß. Ich schau mal, was wir da noch haben. Ne, Rowdy möchte ich gerne. Den? Ein verwahrloster Hund. Ne. Ich wollte Diesel nicht. Wer ist denn verwahrlost? Wer kannst du mir jetzt nicht antun? Ah! Wer denn? Sag mal. Tap. Ein neuer Hund. Oh ja, klar. Wer ist denn? Bist du verwahrlost? Hallo? Hä? Wer ist denn ver. Spende erhalten. Oh, danke. Eine neue Adoption. Ja. Kann ich die halt nicht irgendwie löschen? Ich würde gerne wissen, welcher von meinen Hunden verwahrlost ist. Das wäre ja ganz lieb. Zwei verwahrloste Hunde. Ah! Ja, ich mach gleich. Komm hier. Mach du erstmal deinen. Kann ich mir die Hunde ansehen? Klar. Mach mal. Kann ich währenddessen putzen gehen? Wäre das okay? Ah! Wieso wird das denn so schnell so stressig? Das kann doch nicht sein. Jo, dann mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Habe ich Mikrofon, habe ich auf. Okay. Rowdy ist auch eine geile Sau eigentlich. Sag ich doch. Almond Rocker. Ich würde 8-Ball mitnehmen. Wir hatten letztens, musste ich zu Hause helfen und da hatten die einen Hund. Ich weiß nicht, welche Firma, ach, welche, wie heißt es, Rasse das war, aber so selbe Fellfärbung wie 8-Ball. Und oh, der war gerade mal so 10 Monate alt oder so und so richtig verspielt noch. Und oh, das war so ein schöner Hund. Und so richtig leuchtend grüne Augen. Kann der mal Anja? Ich möchte, dass du Anja mitnimmst, ist nämlich stinkend. Na, oh. Ja, komm. Nimm dir Oliver mit, ist auch okay. Hier, ja, Oliver. Na gut, Oliver, dann ab nach Hause mit dir. So, 8-Ball, was hast du denn für eine. Hier mal, komm. Schäferhund, toll. Ist nicht sehr genau. So, ich wollte eigentlich den Modus mal wegnehmen und dann hier, ihr geht wieder. Alina oder Anja hätte ich sofort mitnehmen können. Den hätten wir nämlich dann mal putzen können. Diesel kommt mit. Diesel geht putzen. Ist ein bisschen viel zu tun, wa? Ich hoffe, dass es nicht den. Wo kam denn jetzt das Geld her? Naja. So, Diesel, bitte gerne mal wieder zurück in deinen Häusle. Wen haben wir denn da? Anja? Oh, Roberta schickt allen ihren treuen Kunden ein Sonderangebot. $100 für ein einzigartiges, mysteriöses Kästchen. Klar. 10 von jeder Futtersorte. Sehr schön. Ihr merkt, das ist ein bisschen stressig gerade. Also ein bisschen Holterdiepolter. Wir haben sehr viel Kacke hier noch rumfliegen. Und ja, sollten wir vielleicht machen, finde ich. Komm hier. Einmal den Kacke-Sammler. Ich wollte zumindest diesen einen Tag machen. Einmal den, einmal hier, einmal da. Und dann müssen wir uns um die verwahrlosten Kiddies hier mal kümmern. Weil der Diesel ist auch am Stinken, Bella am Stinken. Komm, Bella, du gehst sofort mit. Kann ich endlich mehr als einen Hund da reinstecken? Nee, ne? Wäre dann auch für mich ein bisschen schwierig, dass ich dann nicht mehr weiß. Hier, komm, geh mal rein. Ganz gerne schon mal ein bisschen vorbaden. Wir müssen hier nämlich Yogis Kacke noch wegräumen. Kali, Peanut und Snoopy auch überall hingeschissen. Dexter, das war knapp. Der hat es beinahe dein Essen gefunden. Sondern da. Ein neuer Hund. Oasis wartet im Wartezimmer. Alles klar.
Achso, da. Komm her. Ja, hallo. Danke. Ich war zu weit weg dafür anscheinend. Oasis, hi. So. Tag endet in 44 Sekunden. Das ist schlecht. Ja, 4 verwahrloste Hunde. Wir haben, also, bin ich jetzt auch nicht so cool, dass der uns so unter reinschmeißt nach dem Motto, ja, mach mal. Das ist, wir sind völlig überfordert hier. Merkt ihr das nicht? Ich habe Bella gar nicht geputzt. Egal. Ich habe Bella nur einmal dahingestellt und bin ja gegangen. Sehr schön. Ja, ich hänge das doch mal wieder hin und dann renne ich weg, oder? Das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. Das, ja, tschüss. Das war schön mit euch. Sehr schön. Man sieht... Nein! Ja, ja. Tierheim geschlossen. Beende die Schicht an der Computerberichte... an der Computerberichte-Registerkarte, wenn du bereit bist, den Tag zu beenden. 0 Stunden Überzeit. Na, wir machen keine Überstunden. Komm. Wir gehen... Berichte. Keine Berichte. Schicht beenden. Ja, ja, komm. Aber schön zu wissen, dass wir Überstunden machen können. Das ist gar nicht verkehrt. So, was haben wir denn? Wir haben heute einen Gewinn geschoben. Oho. Neue Hunde. Natürlich, jetzt geht er alle durch, die wir so kennen. Adoptiert hat uns verlassen. Oh. So, Gast, Doggo, Doggy und Oliver haben wir. Das hier ist der Tagesabschlussbericht, in dem du einiges über die Leistung siehst, die du erbracht hast. Am Ende des Tages zeigt dieser Bericht auf, was du getan hast. Wichtige Probleme in Bezug auf den Status des Tierheims und Kontext für eventuelle Strafen, die du zahlen musst, werden ebenfalls aufgeführt. Oh, das wollte ich nicht überspringen. Nein! Ja, wir haben Tag 1 abgeschlossen und ich sag mal, kann ich... Ich kann hier speichern? Nein, ich kann hier laden nur. Ah, ich weiß nicht, wann ich speichern kann. Egal, wir sehen uns am Anfang von Tag 2 wieder, je nachdem, wie ich da hinkommen werde. Bis dahin, danke, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, dass das Spiel euren Nerv trifft. Es wird nicht immer so stressig sein, jetzt da ich weiß, dass ich nicht einfach so am Ende des Tages rausgeschmissen werde, macht das dann auch schon mal ein bisschen was her. Naja, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.